Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Uwe und heute gibt es ein neues Video für das Gaming-Magazin Play Experience und warum der Razer Stream Controller eigentlich ein Loop Deck Live ist, das erkläre ich euch im folgenden Video. Kommen wir also zum Loop Deck Live, zum Razer Stream Controller. Das erkennt man nämlich ganz klar an dem eingravierten Razer-Schriftzug hier unten und an dem Razer-Schlangenlogo auf der Rückseite, ist ja ganz klar. Grundsätzlich also, hier hat Razer eine Zusammenarbeit mit Loop Deck eingeleitet, eine Kooperation mit Loop Deck gemacht, um dieses Gerät mehr Leuten ja, anzubieten. Denn ich glaube, die meisten kennen halt nur bestimmte Stream-Controller einer bestimmten Firma und vergessen, dass es da draußen noch einige andere Geräte gibt. Und das Loop Deck bzw. der Stream Controller, der ist eben eins davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Umfang der Möglichkeiten mit diesem Gerät hat mich ganz schön überwältigt, könnte man sagen. Komme ich aber erstmal zur Verarbeitung, denn hier hat man ein sehr gut verarbeitetes Gerät. Das besteht hauptsächlich aus einem Kunststoffgehäuse im unteren Teil und dieser Kunststoff ist sehr hochwertig, fässt sich wirklich gut an, ist ja so leicht satinierte Oberfläche. Auf der Rückseite gibt es dann nochmal 4 Gummifüße und hier vorne ist das Ganze abgedeckt mit einer ungefähr 1 mm dicken Aluminiumplatte, die auch schwarz beschichtet ist und auch ganz fein satinierte Oberfläche bietet. Außerdem habt ihr auch schon gesehen, auf der Rückseite gibt es hier einen Standfuß, den kann man auch abnehmen. Der ist leider nur aus sehr einfachem Kunststoff und ich sag mal, wenn der kaputt geht oder verloren geht, na dann könnt ihr es halt nur flach auf den Boden legen, was ich ein bisschen schade finde. Ich fände es besser, wenn hier vielleicht so eine ausklappbare Möglichkeit dran wäre. Nichtsdestotrotz habt ihr hier dann also diesen kleinen Standfuß, den wir jetzt wieder anbringen müssen. Natürlich habt ihr schon gesehen, gibt es hier im mittleren Bereich des Gerätes eine Touch-Oberfläche bzw. einzelne Touch-Buttons oder Felder. Diese sind in 12 einzelne Felder unterteilt. Das heißt, ihr habt 12 einzelne Touch-Flächen, die ihr dann auch mit verschiedenen Anwendungen belegen könnt. Außerdem gibt es hier an der Seite so eine Art Statusbar, aber auch die könnt ihr per Touch-Slide bewegen. Warum das so ist, das erkläre ich euch gleich noch. Und dann seht ihr natürlich, habt ihr schon rund um diese Touchfläche 6 Drehregler angeordnet. Die sind nicht nur zum Drehen geeignet, sondern auch zum Drücken. Das heißt, ihr könnt sie doppelt belegen und das ist schon mal eine sehr interessante Geschichte. Was man damit alles machen kann, erkläre ich euch auch gleich noch. Hier unten habt ihr dann außerdem noch 8 weitere einzelne Tasten. Auch die könnt ihr einzeln belegen. Nicht zu vergessen ist natürlich der Lieferumfang dieses Stream-Controllers. Einmal habt ihr natürlich das Gerät im Karton. Dann habt ihr das Kabel, was hier sehr schön mit einem Winkelstecker anzubringen ist. USB-A auf USB-C. Und das Kabel ist etwa 2 Meter lang. Und dann gibt es natürlich noch hier so ein bisschen Krimskrams von Razer dazu, tut aber nichts zur Sache. Was fehlt, ist aber eine Bedienungsanleitung. Die braucht ihr aber auch nicht, weil die zu lesen wäre wahrscheinlich eine Lebensaufgabe. Nur 12 Knöpfe ist jetzt auch nicht so viel. Aber das Tolle ist, ihr habt 14 Seiten, die ihr hier einzeln mit Touch Buttons bzw. Symbolen und Anwendungen belegen könnt. Das sind dann 168 insgesamt, was dann schon eine Hausnummer ist. Außerdem habt ihr natürlich die 6 Drehregler mit jeweils einem Button und einer Drehfunktion und die könnt ihr mit diesen Slide-Flächen an den Seiten auch noch umschalten. Da sind dann jeweils 10 Seiten möglich. Das heißt, ihr könnt dann insgesamt 60 Belegungen für die Drehregler in diesem Gerät einspeichern. Und, was ich noch gar nicht erwähnt habe, in der Software gibt es dann auch noch verschiedene Arbeitsbereiche, die ihr definieren könnt. Davon könnt ihr auch, ich glaube, mindestens 10 definieren. Das heißt, ihr könnt diesen Controller in verschiedene Arbeitsbereiche aufteilen für Streaming, für Gaming oder auch für die Arbeit. Denn eigentlich ist der Name Stream Controller schon völlig untertrieben, denn das hier ist ein Controller. Damit könnt ihr quasi alles bedienen, was ihr bedienen möchtet. Und der Umfang, naja,
wie gesagt, ist schon sehr überwältigend, vor allem, wenn ihr die Software dazu startet. Auch ich kann in diesem Video nicht wirklich den ganzen Umfang dieses Gerätes zeigen, weil es einfach den Rahmen sprengen würde und ich muss halt versuchen, meine Videos etwas kürzer zu fassen. Die Installation des Razer Stream Controllers ist wirklich ganz einfach. Ihr habt hier nur das Kabel einzustecken und dann war es das schon. Also quasi Plug and Play für euch. Dann natürlich denkt ihr jetzt mit der Razer Synapse Software, muss ich da irgendwas einstellen? Das stimmt nicht so ganz. Mit der Razer Synapse Software könnt ihr eigentlich nur so ein paar vorausgewählte Presets benutzen für zum Beispiel Adobe Photoshop oder Adobe Premiere Pro, Blender, Ableton, also verschiedene Software-Presets, die es da dann schon gibt. Mehr könnt ihr eigentlich in der Razer Synapse Software nicht machen. Dafür gibt es dann nämlich die LoopDeck Software, die ihr braucht und die für euch quasi das ultimative Tool für die Konfiguration dieses Gerätes dann ist. Als ich die Software das erste Mal geöffnet habe, war ich erstmal ein bisschen erschlagen bzw. überwältigt, weil es einfach so umfangreich ist und man erstmal schauen muss, was man da eigentlich machen kann. So dient also der Stream-Controller bzw. das LoopDeck nicht nur für die Bedienung von Stream-Software wie OBS oder Streamlabs OBS, sondern eben auch für die Bedienung aller Software, die ihr so auf dem Rechner benutzt, Photoshop und ähnliches oder Videoschnittprogramme. Außerdem könnt ihr Beleuchtung von Nanoleaf oder Philips Hue damit steuern und das läuft dann eben, wie ihr das gerne hättet. Ihr könnt alle Tasten frei belegen, ihr könnt auch die Drehregler mit komplexen Makros belegen. Das erfordert natürlich dann viel Zeit und Arbeit, aber es gibt eben auch viele Presets, mit denen ihr schon fertige Softwarepakete hier auf diesem Gerät laden könnt. Und das Tolle ist, es gibt einen Dynamikmodus. Das bedeutet, dass das Gerät erkennt, wenn ihr eine dieser Software startet. Ich benutze zum Beispiel für den Videoschnitt DaVinci Resolve und sobald ich das Programm starte, kann ich auf die Bedienelemente zugreifen. Der Stream Controller erkennt sofort automatisch, dass ich dieses Programm starte und benutze, was im Vordergrund läuft quasi und schaltet dann automatisch um auf die Bedienelemente. Grundsätzlich habt ihr hier halt wirklich die Möglichkeit, ganz viele Buttons zu bedienen. Ich habe hier zum Beispiel dann einfach einen Button für Discord oder ich kann auch einfach irgendwelche Sounds abspielen, wenn ich das möchte. Zum Beispiel so eine ägyptische Flöte oder den längst verdienten Applaus. Oder auch einfach einen lustigen Sound aus dem Hockeystadion. Um diese ganzen Touchfelder dann natürlich auch mit den richtigen Symbolen für die Anwendung zu belegen, gibt es verschiedene Icon-Packs und auch vorinstallierte Symbolbibliotheken, die ihr dann benutzen könnt. Insgesamt gibt es herunterladbar 51 verschiedene Icon-Packs in einem Marketplace, in dem auch noch 32 Profile für verschiedene Softwareprodukte verfügbar sind. Außerdem gibt es Plugins für Software und Spiele. Es gibt 4 Soundpacks, mit denen ihr hier Musik oder Sound abspielen könnt. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind wirklich, wirklich sehr breit. Und diese Bibliothek bzw. die herunterladbaren Inhalte in diesem Marketplace, die sind auch stetig wachsend. Also da kommen ständig neue Inhalte dazu. Es gibt zum Beispiel auch für Spiele wie Star Citizen oder Farming Simulator dann verschiedene Presets. Ihr könnt zum Beispiel in Star Citizen euer gesamtes Mining-Setup für euer Bergbauschiff hier auf diesem Controller laden und dann könnt ihr diese Sachen hier quasi mit Shortcuts über den Controller starten mit den richtigen Symbolen und das ist halt schon ziemlich cool. Oder ihr habt halt Symbole wie in einem Traktor, wenn ihr den Farming Simulator benutzt. Das ist eine schöne Sache und bringt halt irgendwie auch nochmal so ein bisschen Immersion für so eine Spiele dazu. Etwas schade finde ich allerdings, dass wenn ich hier zum Beispiel eins der Touchfelder mit einer Anwendung oder einem Shortcut belege, ich extra das Logo mir besorgen muss, denn diese Logos sind nicht alle verfügbar in der Bibliothek von LoopDeck. Wahrscheinlich hat das lizenzrechtliche Gründe, das kann ich natürlich verstehen, aber es ist halt ein bisschen blöd, vor allem gerade wenn es um Software geht, denn wenn ihr hier eine Anwendung auswählt, beispielsweise Origin oder Steam, dann ist das Logo
auch sichtbar. Also in der Liste der Anwendungen seht ihr halt Steam und davor ist halt das Steam-Logo. Das bedeutet, dass Loop Deck quasi auf alle Fälle Zugriff auf dieses Logo hat und eigentlich das auch übernehmen könnte. Da finde ich es schade, dass man sich das dann quasi selbst irgendwie aus dem Internet runterladen muss. Das ist natürlich auch kein Problem, das geht ja. Aber es wäre viel komfortabler, wenn das Loop Deck oder der Stream Controller das halt selbst einfach machen würde. Vor allem, weil die Software ja quasi mit Logo kommt. Schön wäre es halt, wenn es noch mehr Icons und noch mehr Presets für Software und Spiele geben würde. Ich hoffe, da kommt noch in Zukunft was. Also gerade in Bezug auch auf Razer jetzt als großen Marketing-Background für dieses Loop Deck Live. Außerdem wäre natürlich die automatische Erkennung von Symbolen ganz schön. Und ich fände es auch ganz schön, wenn die Software zum Konfigurieren noch ein bisschen zugänglicher wäre. Der Preis ist jetzt auch nicht ganz billig, denn mit 269 Euro kostet der Stream-Controller von Razer genauso viel wie das Loop Deck Live. Aber ihr bekommt ein sehr hochwertiges Gerät mit einem unfassbaren Umfang an Möglichkeiten, an Steuermöglichkeiten, nicht nur für Streaming-Software, sondern eben für quasi fast alle Software, die ihr so benutzt, wenn ihr kreativ seid, Videoschnitt, Photoshop, keine Ahnung, whatever. Eigentlich, was ihr wollt. Das war's von mir. Wenn ihr mehr Fragen habt zu dem Razer Stream Controller oder dem Loop Deck Live, dann schreibt sie bitte in den Kommentarbereich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bye bye.